Schau dir das an, Ningxi. Die unendlichen Weiten des Meeres. Ist es nicht hübsch? Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Little Nightmares 2. Tut mir leid, dass es ein bisschen gedauert hat, bis der zweite Part kommt. Ich schaue, dass es jetzt ein bisschen regelmäßiger passiert. Beim letzten Mal sind wir komplett ausgerastet. Das Spiel hat mich auf jeden Fall überrascht, positiv. Und umso gespannter bin ich, was uns jetzt hier im nächsten Abschnitt des Spiels erwarten wird. Haha, ich werde mich wahrscheinlich wieder erschrecken. Beziehungsweise wirklich erschrocken habe ich nicht, aber mein Puls war trotzdem gut dabei. Da oben hängt, ich hoffe, nur ein Anzug. Oh mein Gott, hat sich der Kopf bewegt? Hat es einen Kopf? Oh, bitte nicht. Das ist nur ein Anzug. Anzüge können nichts. Außerdem habt ihr mich ein bisschen auch in den Kommentaren gespoilert, dies, das. Ihr habt gesagt, Dingsy heißt gar nicht Dingsy, das ist Six. Aber bis Dingsy uns das selbst sagt, oh Gott, da ist so gerade so eine Schlange hinten runtergefallen. Bleibt es für mich Dingsy? Ich weiß nicht, ob wir gerade weiter nach hinten gehen sollen. Waren hier ganz viele Menschen? Die sind alle weg. Das ist ein bisschen unheimlich. Wir können wieder Schuhe sammeln. Oh ja, das ist mein Lieblingsschuh aus der letzten Collection. Den können wir mitnehmen, gegen Leute vielleicht wieder werfen. Um Gottes Willen. Wo? Okay. Das ist eine Schuhschranke. Ich darf hier anscheinend keinen Schuh mit reinnehmen. Als ob ich hier keinen Schuh mit reinnehmen darf. Was ist das für eine Welt? Ja, können wir einfach die Seile hochklettern? Nö. Kann Dings die mir hier hochhelfen? Ja, okay. Sehr gut. Oh nein, das ist keine gute Idee. Und da ist schon wieder so eine komische Schlinge, in die ich meinen Hals reinstecken soll. Oder was passiert hier? Wir ziehen daran. Dadurch fällt der in den Abgrund. Oh? Ja, wir können echt gegen schubsen. Und sobald der runterfällt. Ja, was ist denn? Werden wir nach oben gezogen. Und können dadurch hier rüber. Boah, oh mein Gott, war das knapp. Ja, wir kommen gleich. Dingsy wird nervös, wenn wir nicht da sind. Okay, hier drüben geht's nicht weiter. Hallo? Ah, hebst du dich schon fest? Ah ja, okay, alles klar. Dann holen wir dich ja nach oben. Ich meine, was kann schon schief gehen? Oh, Gottes Willen. Geht's dir gut? Alles sicher? Okay, alles klar. Dann sind wir jetzt wieder dran. Springen? Den Sprung schaffe ich doch nie im Leben. Okay, wenn du das sagst. Ah! Um Gottes Willen, wir sind einfach. Wir sollten nach Olympia gehen mit Weitsprung oder so. Das war ja einfach nur krank. Ansonsten haben ein paar von euch noch geschrieben, das Spiel ist gar nicht unheimlich, oder du stell dich nicht so an. Und ein paar fanden es auch unheimlich. Also hat sich das die Wiege gegeben. Und ein paar haben gefragt, warum ich es überhaupt spiele, wenn ich keine Horrorspiele mag. Und ich hätte ja auch Phasmophobia gespielt. Nur Leute, Phasmophobia ist das unheimlichste Horrorspiel, was es gibt, weil man es einfach mit anderen Leuten spielt. Oh, guten Tag. Oh, da hat es ja wieder ein... Oh, das Geräusch gefällt mir gar nicht. Da hat es ja wieder einen Schuh. Ich würde gerne einmal durchschauen. Oh. Ich wollte nicht durch. Oh nein, ich... Kommt gerade irgendwas? Ich will zurück. Oh mein Gott. Was passiert hier? Nein, ich habe keinen Bock auf, dass irgendwas aus dem Fernseher rauskommt oder so. Ich werde so eine schwarze Person, die ich umarmt und eingesammelt habe. Meine Partikel werden aufgesaugt vom Fernseher. Ich glaube, ich muss in den Schatten. Ich muss wieder in den Schatten zurück, weil ich will nicht auch eingesaugt werden. Okay, alles gut. Ich bin im Schatten. Okay. Wenn der so hart nervt, dann gehe ich jetzt vor und schalte ihn aus. Irgendwann reicht's auch. Ich kann leider nichts aufheben, sonst hätte ich was gegengeworfen. Hier. Ja, was machst du jetzt? Hm? Ich schalte dich aus. Oh! Was ist das? Ein Gang? Ich berühre es. Werde ich jetzt überwacht? Ich kann die Perspektive ändern? Was zur Hölle passiert hier? Oh, Gottes Willen. Ich hab's irgendwie gesynkt. Ich kann den kaputt machen, indem ich die Realität wiederherstelle. Zack, gerade. Hä? Nein, ich bin in der Realität. Das ist das Intro. Das war die Stelle, an der es unheimlich war, als man auf die Tür zugegangen ist und dann war schwupp und dann war alles schlimm. Okay, wir laufen auf die Türe zu. Wir haben die Realität freigeschaltet. Ich wollte gerade sagen, dass ich noch ein Paket bekommen habe von den Little Nightmares Publishern. Und das gleich vielleicht auch noch am Ende vom Video auspacke, aber das hat sich ja erledigt. Oh, hast du mich rausgeholt, Dingsy? Alles gut. Ja? Um Himmels Willen. Was war das?
Danke für die Hilfe. Nicht das, was ich erwartet habe, als ich dieses Geräusch gehört habe, aber ich glaube, so wie ich Videospiele kenne, werden wir diesen Gang noch häufiger sehen und immer ein bisschen weiter nach vorne kommen und irgendwann schaffen wir es dann komplett. Ja, komm mit, Dingsy. Wir wollen mit diesem, mit dieser Realität nichts mehr zu tun haben. Oh, wir können bestimmt, guck mal. Komm, hilf mal. Ja, wir können das verschieben. Ah, okay. Und ich habe gedacht, wir müssen irgendwie rübersliden, aber da ist einfach ein Loch im Zaun. Komm mit. Auf den Spielplatz natürlich. Haha. Ach genau, bevor wir da reingehen. Wie gesagt, ich habe ein Paket bekommen. Ich kann es gerade nicht besser zeigen. Da werden ein paar Sachen drin sein. Ja, am Ende des Videos packe ich es einfach aus. Keine Ahnung, ob ich das jetzt irgendwie markieren muss. Es wird wahrscheinlich Werbung stehen, aber ich werde ansonsten nicht bezahlt oder so. Ich habe nur das Paket bekommen. Aber das ist ganz cool, da bin ich gespannt. Ich habe es extra nicht weiter geöffnet. So, was haben wir da? Einen Ball. Wollen wir spielen? Kick. Oh, du hast gekickt. Das hast du sehr gut gemacht. Ins Tor rein. Ins Tor rein. Dafür gibt es bestimmt ein Achievement. Oh nein, aua. Okay, ich kann ihn nicht treten. Dann sammle ich ihn halt auf. Zack. Und rein. Hast du gut gemacht, Modano? Danke, Dingsy. Wir müssen hier wohl hochklettern. Wir dürfen nicht den normalen Eingang nehmen. Ich wurde auch schon in den Kommentaren leicht gespoilert, mal wieder. Leute, bitte hört auf, Spoiler-Kommentare zu schreiben. Das muss ich aufhören, sie zu lesen. Oh. Netter Schuh. Ich war aber eher verwundert dadurch, dass hier Feuer ist. Das bedeutet, hier war vor kurzem jemand. Warte, ich würde gerne das Feuer ehrlich gesagt löschen. Kann ich da was machen? Ich hätte gerne einen Regenschirm oder so. Nö, ich kann mich nur draufstellen. Okay, ja gut, dann brennt halt die ganze Schule ab. Was soll schon passieren? Schicke Rucksäcke. Schicke Bücher. Dingsy, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Wir können Strom ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wenn ich Strom ausmache, kriege ich bestimmt Stress. Oh ja. Schöne Gemälde. Laufen wir erstmal mit Strom an nach vorne und gucken, was passiert. Hallo. Na? Was geht hier drüben ab? Okay. Ein paar Teddybären. Upsi. Anscheinend schlafen hier recht viele Kinder, auch wenn überall Koffer sind oder haben mal geschlafen. Beziehungsweise hier lebt ihr anscheinend. Warum hast du diese Dose genommen? Ich habe auch eine Dose. Dosengang. Ich würd gern das Baby da oder das Glas holen. Hier. Einmal bitte das Baby. Zack. Okay. Ich habe gedacht, es passiert vielleicht irgendwas, wenn ich das Glas zerstöre. Aber anscheinend nicht. Dingsy ist bewaffnet mit einer Dose. Ich bin bewaffnet mit dem Baby. Und dann werden wir wohl das Licht ausmachen. Wir haben wohl keine andere Wahl. Vielleicht kommt ja jemand, um es wieder anzumachen. Zack. Oh, hier. Ah ja, danke. Perfekt. Oh, nein. Hier wurde jemand gefesselt an einen Stuhl, eingesperrt, gefüttert von anderen. Aber guck mal, Minischuhe. Schuhe in meiner Größe. Der Stuhl ist auch in meiner Größe. Oh, der Boden ist auch in meiner Größe. Um Gottes Willen. Hier. Einmal bitte runter. Ja, los, Dingsy. Wir haben's. Oh, Gottes Willen. Ah, okay. Alles sicher. Ich hätte gern so eine Stirnlampe. Das wäre ultra nice. Okay. Ich weiß nicht, ob ich gerade ruhig sein muss. Werden dann wahrscheinlich mehr kleinen Menschen begegnen. Okay, ich will das Rad ehrlich gesagt nicht drehen. Was ist das? Ist das ein Mauseloch? Oder eher ein Loch für unsere Größe? Oh nein. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, Leute. In Schulen passieren nur die schlimmsten Sachen. Hallo? Ist hier alles sicher? Ja, sieht sicher aus. Einmal runterspringen. Oho. Okay, das war keine gute Idee. Wir verstecken uns hier hinter dem Spind. Oh nein. Das ist eine Ente. Oh, die Tür hinter uns öffnet sich vielleicht gleich. Der ist in den Raum da reingegangen. Okay, Leute, ich glaube, es ist wieder ein bisschen Action-Time. Die Ente macht mir ein bisschen Sorge. Können wir... Okay, die Ente macht mir keine Sorge. Der Satz ergibt keinen Sinn. Ich hätte die aber gerne. Die Schule macht mir aber Angst. Okay, Ente. Viel Glück noch. Dings und ich müssen weiter. Oh, ein Ball. Cool. Okay, ich wurde noch nie so hart und gut gebaitet. Okay, diese Diele ist eine Falle. Dieser Ball ist ein Bait.
Oh mein Gott. Und da ist jemand tot. Sein Kopf war aus Porzellan. Um Gottes Willen. Okay, Leute, wir müssen... Das ist noch ein anderer. Alles gut, Leute. Alles gut, ich bin nett. Ich klau euren Ball nicht. Hallo? Ein Stift. Okay, wir können in den Spind da rein. Das ist schon mal gut zu wissen. Kann ich den Spind hier aufmachen? Hier. Nein. Den. Oh. Alles klar. Ganz ruhig. Ich will keinen Stress. Zum Glück war ich mit dem Spind beschäftigt. Denkst du, es kommt noch. Denkst du, er hat noch. Ich kann nicht mehr reden. Er hat noch was im Pedo? Okay, ich muss auf jeden Fall ultra vorsichtig sein. Nee. Von der Decke, ich sehe das. Da sind Fallen. Hier, was ist hier im Raum? Oh mein Gott. Warum? Junge, der ist ultra paranoid. Ich weiß nicht, wovor sie. Vor was ich mehr Angst haben soll. Vor diesem Jäger im Wald oder vor den kleinen Dingern hier. Okay. Oh mein Gott. Seht ihr ihn da hinten? Er ist verrückt. Ja, löst die Fallen aus. Löst die Fallen ruhig aus. Ich habe keine Angst. Hier ist sicher. Oh mein Gott, da oben hängt ein Spind. Wir werden den Affen nicht nehmen. Oh mein Gott, wir müssen den Affen nehmen, oder? Okay, alles gut. Zum Glück habe ich an die Decke geguckt. Jetzt ist es eigentlich sicher. Hä? Heißt, wir haben den Affen? Hier, den hast du verloren. Okay. Wir haben den Affen verloren. Wir haben den da reingelegt. Wir hätten wohl anscheinend oben drüber klettern sollen. Okay. Oh, Dingsi, komm. Dingsi. Junge, was ist los? Oh mein Gott, ich liebe diese Ente. Okay. Wirf die Ente mal hoch. Okay, wir dürfen die Ente nicht mitnehmen. Was zur Hölle? Oh, wir können malen. Jetzt bleib stehen! Ich habe Angst vor den Schubladen, dass sie irgendwie rausploppen und mich umbringen. Nächste Falle. Die wird er wahrscheinlich selbst auslösen. Heißt, wir müssen hinten rein. Hier rum. Hier kannst du nämlich nicht hinten. Wir können es leihen. Die Lampe sieht eigentlich aus, als würde sie fest sein. Aber unter dem Teppich ist 100 pro... Ah! Nein! Dingsi! Du, oh, um Gottes Willen! Die haben mich eingesperrt! Nein! Mein einziger Freund! Dies macht doch was! Nein! Wir müssen hinterher! Okay. Wir müssen der Falle ausweichen auf dem Hinweg. Die ist jetzt auf dem Rückweg. Da hoch! Nein! Leute, was zur Hölle? Okay. Uncool. Dingsi ist mir gerade ans Herz gewachsen! Okay, wir holen Dingsi zurück. Wo auch immer sie Dingsi hingebracht haben, wir werden. Oh nein. Oh nein, warum? Warum sind wir so krank? Es tut mir leid, aber wir müssen Dingsi holen. Komm zurück, du. Oh Gottes Willen, okay, ich wollte da nicht zuschlagen. Und was machen die mit dem Frosch? Oh mein Gott. Hier. Oh nein, okay, wir müssen den Hammer da lassen. Oh nein. Vor allem, es gab hier auch irgendwo noch eine große Person. Wir brauchen hier einen Schlüssel, um den Fahrstuhl zu aktivieren. Aber wir dürfen jetzt echt keine Angst haben. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall Angst. Ja, vielleicht ein bisschen Angst ist vielleicht ganz gut. Ich gehe einfach mal hier rein und verstecke mich hinter den Büchern. Ein Lehrer! Entschuldigen Sie, Herr Lehrer, es wurde Dingsi geklaut. Ja, ich glaube, ich darf mich nicht beschweren, sonst rastet der aus. Ich hab nichts gemacht. Hä? Was zur Hölle? Ah, beruhigt euch! Alles, oh Gottes Willen! Ah. Okay, alles klar. Das sind keine Schüler, das sind absolute Killer. Er hat sich zur Wand gedreht, heißt, wir dürfen wahrscheinlich schleichen. Die Frage ist, wie weit? Ich nehme einfach mal 2. So, und dann verstecken wir uns hier. Was ist das für eine Horrorschule? Das ist ja wie in echt. Wir riskieren mal nicht 2 weiterzugehen. Auch wenn wir es, glaube ich, schaffen könnten. Was malt sie da auf? Irgendwie 2 Berge oder sowas. Okay. Und jetzt weiter. Wir sind sowas von raus. Okay. Wir haben es geschafft. Junge,
Puh, da oben ist ein Schlüssel. Na, mit dem kommen wir bestimmt weiter. Okay, nicht ganz so gut, aber wir können uns ja verstecken. Der ist von ganz alleine umgekippt. Es ist so krank. Okay, schicker Hals. Ich bete einfach nur. Wir sind nicht da, wir sind nicht da. Alles ist wunderbar. Gott. Okay. Das war ja zum Glück nicht unheimlich. Alles cool, sage ich dann. Nur. Nein, wo ist mein Schlüssel? Habe ich den Schlüssel eingepackt? Warum habe ich den nicht mehr? Aber muss ja, ich muss den ja eingepackt haben. So, okay, kommt sie jetzt hinter das Pult? Sie geht weiter. Okay, vielleicht kann ich... Oh mein Gott. Hier runter? Alles gut, ich existiere nicht. Die macht mir Angst mit ihrem Hals. Okay. Nein, die untersucht die ganzen Tische. Oh Gott. Oder die Schüler? Okay. Sie guckt gerade in die andere Richtung. Hier rüber. Okay, ich weiß nicht, wo sie ist. Okay, ich riskier's einfach. Sie ist am anderen Ende! Nein, ich bin nicht da. Ich hab den Schlüssel. Hier, mach rein. Ja, alles gut. Sie weiß, dass ich existiere. Ja, Schuh, bitte hilf mir. Okay, alles gut. Ich habe überlebt. Na, was geht hier ab? Ich bin oben. Da sind die hingeklettert. Oh. Denkt ihr, ist nett? Hab ein bisschen Sorge, dass der gleich ausrastet und mich umbringt. Aber er sieht beschäftigt aus. Schönes Hobby hast du da. Das ist der mit einem Kabel verbunden? Das ist angeseilt. Junge, brauchst du Hilfe? Ich bräuchte das Rohr hier. Nein! Okay, vielleicht hätte ich zuschlagen sollen. Ich kann mich damit nicht anfreunden, dass ich die alle umbringe. Nein, ich existiere nicht. Alles gut. Alles gut, beruhig dich. Geh dein Zeug malen. Alles gut. Schlag doch! Ja! Okay! Und mal wieder einen nächsten verrückten Unschuldigen getötet. Okay. Wir gehen zur Waffe. Zack! Hier, ich würde gerne einmal durch diese Tür hier durch. Hört mich ja auch bestimmt keiner bei diesem Versuch. Okay, ich bin wieder bewaffnet. Okay, und das war's mit der Bewaffnung. Oh, aber die Hüte sind cool. Kann ich die holen? Nö. Schade, wir sollen ja eigentlich Hüte sammeln. Das ist eigentlich unsere Main-Aufgabe in dem Spiel. Bis jetzt aber nicht so erfolgreich. So, hier muss irgendwo Dixie sein. Nicht so gut, da ist wieder eine Box, in der wir uns verstecken können, wenn es hart auf hart kommt. Hallo? Ja, okay, sehr gut. Da ist wieder ein Glas im Weg, was ich... Guter Tod! Hier endete das Abenteuer von Maudado. Es hat sich was verändert. Die Lehrerin, dadurch, dass ich da runtergefallen bin, existiert sie wieder. Davor habe ich sie irgendwie weggeklitscht. Oh mein Gott. Ich hatte einfach Ultra-Vorteil. Sind wir gerade über im Klassenzimmer? Hämmert wieder. Wir nehmen das Glas und stellen das ganz vorsichtig, wirklich ganz vorsichtig ab. Ganz vorsichtig. Okay. Ich muss sagen, anscheinend steht mein Charakter vorsichtig nicht. Oh, wir klettern nach oben. Okay.
Das Problem ist, deren Hals ist so unendlich lang. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch hier nach oben weiterhin kommt. Oh mein Gott, wir müssen das Brett umschubsen und dann zurückrennen. Oh nein. Wünsch mir Glück, Ente. Zack. Nein, hier ist nichts passiert. Hier ist nichts passiert. Hier ist nichts passiert. Hier ist nichts passiert. Alles sicher. Es ist hier alles so sicher. Du musst keine Ahnung. Du musst... Ich muss sagen, das hat mir gerade eben besser gefallen. Das war mein dümmster Tod mit den krassesten Konsequenzen. Danke, Ente, dass du mir Glück gewünscht hast. So, okay. Wir haben überlebt. Okay, kurz Herzinfarkt. Und wir sind in der Bibliothek. Drop! Okay, okay, okay. Alles gut, alles sicher. Anscheinend alles perfekt. Drop! Okay, das gefällt mir gerade gar nicht. Wir gehen mal ganz schnell runter, damit wir flexibler sind. Ich nehme einfach mal an, ich hoffe, dass ich hier hochklettern muss. Weil ich habe gerade gar keine Übersicht, wo sie ist, wo ich bin, was hier abgeht. Da ist ein Hut! Okay. So, und hoch. Ja, perfekt! Unser erster Hut seit Ewigkeiten und dann noch so ein schicker. Zack. Hallo Leute, ich bin's. Ja, schieben wir es noch ein bisschen weiter nach rechts. Ich frage mich gerade, wie lange diese Schule noch geht. Sind wir noch in der Schule? Wo sind wir? Ich will ungern danach hinten springen. Werde ich jetzt geroastet? Als ob ich dafür nicht geroastet werde. Ich wurde schon voll für viel weniger geroastet. Ja, dann springen wir hier einfach. Ah! Ich werde geroastet! Ich werde geroastet! Ich werde geroastet! Durch, 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 durch. Nein! Quetsch dich doch durch! Warum hat sich nicht durchgequetscht? Haha, alle guten Dinge sind zwei, wie man doch sagt, oder? Renn, 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 renn. Ah, Slime, 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 Slime. Okay, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Einfach weiter, sie weiß, dass wir da sind. Hochklettern, hochklettern, nach rechts klettern, nach rechts klettern. Oh nein. Ich muss warten, bis sie nicht guckt und dann muss ich rüberspringen, oder? Okay, okay, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Runter nach rechts, runter nach rechts. Oh ja! Okay, 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 okay. Wir müssen ihrem Blick ausweichen, bis sie uns vergessen hat. Ja, wir sind nicht da. Wir sind nicht da. So lange kann dein Hals gar nicht sein. Irgendwann hört auch dein Hals auf. Er hört auf. Er hört auf. Okay, alles klar. Und wieder zurück. Und alles ist wunderbar. Ich klettere einfach mal nach oben, oder? Okay, sie ist einfach gegangen. Sie ist einfach gegangen. Krank. Okay, okay, ja gut, dann können wir ja hier hin. Hier noch so ein Stück nach oben. Und springen. Zack. Wir haben es geschafft. Wir sind frei. Wir sind Mr. Dose. Aber... Oh nein. Ich glaube, wir müssen hinterher. Ist der Dose, ich weiß nicht, wie lange du es noch machst, ist die Sache. Bei diesen Tendenzen, die du hier aufweist, glaube ich nicht so lange. Oh mein Gott. Oh, noch ein brennender Abfalleimer. Okay, ein bisschen Dampf, schadet ja nicht. Hat die Lehrerin mich aufgegeben? Ich schaue mich erstmal rechts um. Abgeschlossen. Okay, wir brauchen einen Schlüssel anscheinend. Und den Schlüssel kriegen wir wahrscheinlich oben. Und der Schlüssel wird wahrscheinlich wieder bewacht von der Lehrerin. Nette Uhr. Oh, und da chillt jemand. Ich sammle dich auf. Aber ich muss sagen, die Levelstruktur, ich habe nicht in Erinnerung, dass die in Little Nightmares 1 auch so krass war. Oder vielleicht war sie das. Wie gesagt, ich bring sehr viel mit Inside durcheinander. Schachfiguren. Ein Bauer und ein kaputter Turm. Dann nehme ich mal den Turm mit. Den zu reparieren. Und von hier aus komme ich dann. Zack. Kommen wir hier rein? Okay. Schach. Ein Auge und Musik. Oh, die Dame. Die brauche ich, um mein Schachmatch zu gewinnen. Schöne Bilder. Schöne, schöne Bilder. Kann ich da nur sagen. Oh. Oh. Oh, 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 oh nein, Leute. Ich glaube, ich muss ein Schachrätsel erledigen, so wie das hier gerade aussieht. Ich muss den schwarzen König Schachmatt setzen. Okay. Nichts einfacher als das. Oh mein Gott, der schwarze König ist einfach komplett am Eskalieren. Ah, okay, und ich muss die ganzen Köpfe sammeln. Noch einmal einen Turm. So, über den Turm.
Dann der König kommt natürlich hier vorne hin. Zack. Und die Dame hier hin. Schachmatt. Und jetzt? Es ist Schachmatt. Ich meine, auf dem Bild war es, glaube ich, andersrum. Aber eigentlich macht es hier keinen Unterschied. Ich mache es einfach mal andersrum rauf. Vielleicht kann ich hier hoch. Erstmal das Glas runter. Ja, ich verstehe. Das ist ein Geheimgang. Und hier bekommen wir einen Schlüssel und eine Ente. Ich kann die ganzen... Doch, ich kann die Ente mitnehmen. Ja. So, was? Hund macht Pipi oder kotet? Alles klar, okay. Wir haben den Schlüssel eingepackt. Wir nehmen die Ente mit. Ich meine, sie hat ja eigentlich die ganze Zeit gehämmert. Gerade höre ich kein Hämmern. Heißt, eigentlich sollte ich sicher sein. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Ente fallen lasse. Die Bücher brennen. Hier dampft es überall. Die ganze Schule wird auch gleich abbrennen, so wie ich das kenne. Hier, Ente. Ganz ruhig. Ich mache auf. So. Einmal drehen. Und wir sind in der Schulküche angekommen. Oder was ist das? Oh, ich hatte schon eine Küche im ersten Teil. Und die war echt anstrengend. War nicht irgendwie ein ganzes Level im ersten Teil? Oder keine Ahnung, so das halbe Spiel in der Küche? Oh, Gottes Willen, ich kann da durch. Oh! Ja gut, das hat sich wohl erledigt dann mit den... Oh mein Gott, ich muss auf den drauf. Mit dem Essen in dieser Schule, der Koch ist tot. Wir haben eine weitere Schattengestalt absorbieren können. Aber das ist wohl nicht der Weiterweg, der offizielle. Ich denke mal, der offizielle Weiterweg wird dann eher... Oh. Leute, ich liebe diese Ente. Ich liebe diese Ente. Wird wahrscheinlich dann da oben sein. Da können wir jetzt wahrscheinlich durchklettern. Oh, ja, mal schauen, ob ich den Sprung schaffe. 100 Pro. Ich bin ja geschickt. Ja, sehr gut. Gott, ich bin instant runtergesprungen. Die Pfeffermühle macht mir Sorgen. Aber gekonnt. Trippeln wir sie hin und her. Leg dich mal hin, Pfeffermühle. Oh mein Gott. Upsi, so war es nicht gemeint. Ja, was willst du? Hä? Du kriegst das. Ah, so war es nicht gemeint. Nimm das. Ja, okay. Nimm das. Wir müssen einfach warten, kurz bevor sie uns stehen. Dann bleiben sie anscheinend kurz einmal stehen. Um Gottes Willen, wir bringen sie alle um. Ihr habt alle keine Chance. Wo ist Dingsy? Gib mir Dingsy zurück. Ihr habt mir Dingsy genommen. Moin Leute, ich bin einer von euch, alles gut, um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Ah, nein, 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 alles gut, den Kopf festhalten, nicht zu nah an die Leute ran. Wir sind hier nicht die Kranken, das sind die Kranken, Leute, das sind die Kranken. Hier, guck mal, da unten hat jemand Angst. Du bist aber nicht Dingsy, oder? Um Gottes Willen, nicht, dass die Dingsy aufessen wollen. Die haben ja Dingsy entführt. Nein, 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 nein. Oh, Gottes Willen. Okay, abwarten. Und durch. Einfach raus hier. Aus dieser Hölle. Oh, Gottes Willen. Warum bringen die sich gegenseitig um? Warum lebt der noch mit fast nichts? Oh, Gottes Willen. Ausweichen, nicht anrempeln lassen. Okay. Da hinten springen sie. Oh mein Gott, die werden mich so umbringen, wenn die mich entdecken. Ich habe ein bisschen Angst vor dem da oben am Licht. Deswegen gehe ich mal hier lang. Um Gottes Willen, dass wir doch so runterfallen. Rüber. Straßenseite wechseln. Und hier durch. Ja, okay. Oh Gottes Willen, das ist kaputt. Wo bin ich hier gelandet? Oh, okay, Dose wieder auf. Wir haben einen Knopf. Ich will hier einfach nur raus. Also, Leute, die Kinder sind einfach nur komplett krank und gestört. Ich droppe das Gehirn. Keine Angst mehr. So, was passiert jetzt? Ich fahre mit einem Haken nach unten und dadurch passiert nichts. Okay, anscheinend passiert dadurch nichts. Oh, okay. Die Tür öffnet sich aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Frau Lehrerin, wir haben uns schon eine Weile lang nicht mehr gesehen.
Schöne Frösche haben Sie da. Ein Albtraum wird wahr, sage ich da nur. Okay. Ich werde hier kurz mal langschleichen, während sie ihr Messer raus... Oh, zwei Messer! Natürlich! Und? Was haben sie da noch? Oh, ein drittes Messer! Das ist nicht für mich, oder? Kann ich ein Messer nehmen? Oh mein Gott, ich kann ein Messer nehmen. Nee, ich kann kein Messer nehmen. Gottes Willen, sie ist absolute Expertin, wenn es darum geht, Frösche aufzuschneiden. Guckt euch das Plakat da an. Ja, wir müssen wohl anscheinend hinterher. Nützt wohl alles nix. Zum Glück naht dieses Haus bei allem, was passiert. Sie isst gar nicht. Was macht sie da? Sie untersucht irgendwas. Naja, aber ich sehe unsere Route. Ich sehe unsere Route. Und sie wird wohl oder übel... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kann nicht sein, dass wir hier sind. Ah ja! Ah, passt nicht. Und als nächstes das Herz. So wie man es im Biologieunterricht gelernt hat. Ja, ja. Warum... Okay. Warum habe ich daran gedrückt? Ich verstehe es nicht ganz. Aber wir haben überlebt. Ich habe Angst vor dem nächsten Sprung. Okay. Sie geht an den Schrank, hinter die Bücher. Okay. Oh Gott. Naja, wenn ich jetzt dann nie... Okay, ich war leise. Hochklettern. Hoch. Um Gottes Willen, was machst du? Ich weiß ja nicht, vielleicht kommt die hier plötzlich durch oder so. Alles ist möglich. Schnell. Okay, Leute, wir müssten doch langsam aus diesem schrecklichen... Nein, wir müssen immer noch Dingsy finden. Wir müssen... Ah, gib mir Dingsy zurück! Okay, die Wut war zu krass. Mit der Kombo habe ich nicht gerechnet. Ich meine, gib mir Dingsy zurück! Wo habt ihr Dingsy hingemacht? Okay, ich habe Angst, dass hier wieder irgendwo eine Falle ist. Aber wir gehen einfach davor. Wir gehen vor. Die Dealer, auf der ich stehe, ist gerade sicher. Dingsy! Was willst du? Weg mit dir! Okay, die Spinde sind beide zu. Heißt, da kann keiner rauskommen. Ich durchschaue eure Tricks. So. Was macht ihr da? Oh mein Gott. Junge, was haben die mit Dingsy vor? Um Gottes Willen. Hier, wir machen nicht los. Wie mache ich dich los? Ich bin gekommen, um dich zu retten. Ich hoffe, dir geht's noch gut. Ist Dingsy bei Bewusstsein? Das sieht irgendwie nicht so aus. Oh. Ich weiß, wie ich das mache. Zack, komm runter. Ich hol dich. Oh, Gottes Willen. Geht's dir gut? Oh. Okay, Leute. Oh, wir haben es geschafft. Steh auf. Ja, ich weiß, der Eimer ist neu. Die Dose ist neu. Ich habe mich ein bisschen verändert. Oh, ich bin noch der. Komm mit. Ja, wir gehen hier raus. Die Schule ist nicht gut für uns. Komm mit. Hier, ich mach auf für uns. Hilf. Ach, Leute. Wir haben es einfach geschafft. Oh nein. Oder haben wir es geschafft? Nicht hüpfen, Dingsy. Nicht hüpfen. Bitte. Okay. Wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen,
Wir haben Dingsy zurück. Wir sind aus der Schule raus. Heißt, es gibt jetzt noch das nice Unboxing. Ich habe gesehen, oben drauf liegt ein Pulli. Größe L, das ist korrekt. Von Bandai Namco, wie gesagt, ich werde nicht bezahlt oder so. Das haben sie mir nur zugeschickt. Auf dem Rücken steht einfach Little Nightmares 2 drauf. Und vorne Little Nightmares und Bandai Namco. Und auf der Seite, guck mal, Karton Man aus Little Nightmares 2. Und Six aus Little Nightmares 1. Okay. Cool, cool. Aber jetzt bin ich gespannt. Weil jetzt habe ich keine Ahnung, was kommt. Das ist ja cool. Guck mal. Ah. Eine Tüte. In Hauptcharakterform. 86 von 300. Ich bekomme normalerweise nie so Sachen von Spieleentwicklern. Zombie kriegt die normalerweise immer. Der hat es hier auch hundertprozentig bekommen, so wie ich den Jungen kenne. Aber deswegen bin ich mal ein bisschen gehypt. Und tatsächlich, ich kann mir das gleich aufziehen. Was haben wir? Einmal Geschenk mit Augen. Zerrissenes Heftchen. Und natürlich die Tüte. Hallo. Geschenk, Geschenk, Geschenk. Ich habe den Pulli angezogen und alles. Die Tüte saß aber tatsächlich nicht so gut. Aber das Geschenkpapier ist cool mit den Augen und allem. Es erinnert mich an einen Steam-Background, Profilhintergrund. Da gibt es ja mittlerweile animierte, die ich mal kurz drin hatte. Der hat auch ganz viele von den Augen, aber das ist ja auch Thema in dem Spiel. Und wir haben... noch? Okay, doch nicht, Leute. Es ist ein... ich habe gedacht, es wäre noch ein zweiter Pulli, aber es ist ein Einteiler. Ein Einteiler. Mit cooler, Augentextur. Die sieht nice aus. Oh nee, aber ich bin dafür zu groß. Den hatten sie wohl nicht in verschiedenen Größen. Hier, ich kann einen Arm durchstecken. Cool. Ich bin zu groß, Leute. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, war's das. Wie gesagt, ich habe hierfür kein Geld bekommen oder so. Die haben das zugeschickt. Ich habe gedacht, ich kann es einfach am Ende vom Video auspacken. Vielleicht interessiert es auf einen oder den anderen von euch. Sie haben auch nicht gesagt, ich soll es im Video machen. Heißt, ja, wie dem auch sei. Das war's mit Little Nightmares, mit diesem Part. Mal schauen, wann der nächste kommt. Wusch!